Folge Nummer 238 von Simotrans. Ja, hier fährt schon so ein Museumszug. Den nehmen wir mal. Es sieht alles irgendwie ein bisschen anders aus. Ich habe letztens ein Update gemacht und von meinem Linux-System und seitdem ist so ein bisschen was anders. Es funktioniert leider nicht der Grafikkartentreiber mehr, weil der ist nicht mitgeupdatet worden und deswegen musste ich auf eine frühere Kernel-Version gehen und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, warum das jetzt hier zum Beispiel blau ist. Sieht aber schick aus, muss ich sagen. Ne? Nicht, dass das nachher das Original ist von unserem Info-Pack 128, unserem Pack 128, die Info hier steht mal 1.2. Es ist die Nightly-Version 122.01. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktualisiert worden ist im Hintergrund. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Könnte natürlich auch sein. Wenn das das Update ist, was mich finanziell in den Ruin treibt, das hatte mir der Pumuckl, glaube ich, schon mal angedroht, dann haben wir ein Problem, ne? So, der hier ist jetzt da unten, ne? Ja, wer bedient das? Maschine, Stahl, Schrott. Hat 110 Tonnen Kohle. Wer ist sonst noch auf dem Dingens? Es ist nur eine drauf. Die fährt ja, ziemlich viele Miese ein. Sieht, also ich finde, es sieht richtig cool aus, wenn es das so ist, dann top. So. Jetzt brauchen wir für dieses Werk aber eine neue Lok. Nicht da müssen wir sie haben. Und wir haben immer jetzt zuletzt diese genommen. Und wir brauchten dafür Waggons. Und zwar diese hier. 57 Tonnen waren das, ne? Ja. Wenn ich jetzt noch eine nehme, ist wieder einer zu viel, ne? Oder wie war das? Ich glaube, passt schon. Linie war Maschine, Stahl, Schrott. Maschine, Stahl, Schrott. Da unten ist er. Und starten. Können wir schließen? Den machen wir nicht laden. Wo ist denn der jetzt gerade am Fahren? Maschine, Stahl, Schrott. Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo er lang fährt. Dieses können wir, glaube ich, gerade schließen. Achso, der fährt zu dem Kohlekraftwerk. Nee, Kohlekraftwerk? Ist es ein Kohlekraftwerk? Nee, das war... Gießerei nicht, ich sag schon. Stahlwerk. So, der liefert da jetzt ab. 1, 2, 3, 4. Ja, super. 5. Wir haben 6 halt gemacht. Ne? Dann bedeutet das, wir können hier umbauen. So, der ist nicht geladen. Das bedeutet... Ausmustern. So, da der weg ist, können wir jetzt hier sofort umbauen. Und zwar hier müssen wir noch ein Gleis länger machen. 5. 6 wäre da. Das bedeutet, hier ist auch noch was zu verändern. Weil, ne? Das Gleis ist schon richtig. Machen wir so. Das ist da auch noch richtig. Die muss aber dahin. Die Signale müssen geändert werden. Erstmal gibt mal den. Den machen wir da weg. Und den machen wir da weg. Ja, ist richtig so. Dann brauchen wir jetzt noch ein Auswahlsignal. Das stellen wir hier hin. Und das stellen wir dahin. Passt, oder? Ja. So, dann bedeutet das das andere Signal entfernen. Das geht hiermit. Das ist weg. Und steht das hier? Oder steht das hier? Nein, es muss hier stehen. Passt. So, das haben wir verbessert. Und jetzt müssen wir noch das hier verlängern. Und da auch. Ich hoffe, das stört jetzt nicht, dass wir das verlängert haben, aber ich glaube eigentlich nicht, oder? So. Ein Zug fährt noch durch. Der Postzug. Der ist auch alt. Gut, dann haben wir das. Und er hier ist auch schon wieder veraltet, ne?
Jetzt steht hier Nutzholz. Habe ich jetzt verpasst? Achso, das liegt da. Das ist ja vom Bahnhof das. Alles klar. Und das ist unser Zug. Stahl. Können wir den erstmal zumachen? Und jetzt gehen wir wieder hoch zum Depot. Was diese Richtung sein müsste, oder? Ne, naja, ein bisschen hier hin. Und dann bauen wir da eine Lok. Und Stahl. Waggons. Ja, ich glaube, wir suchen mal besser hier was aus. Frosch im Hals. Schrott. Da ist der Stahl. 15 Tonnen, 20 Tonnen. Okay, ist auch eine ganze Ecke schneller. 27 Tonnen ist noch schneller. Oh, 54 Tonnen, 86 Tonnen, okay, 88 Tonnen, 160 Tonnen Stahl. Ich hoffe, das ist alles das, aber ich würde den hier favorisieren. Der, oder? 90 Tonnen. Drehgestellflachwagen Sams 711 und das hier ist natürlich ein Torpedo-Pfannenwagen 8008. Ja, der transportiert flüssigen Stahl eigentlich und der hier gewalzten Stahl wahrscheinlich. Aber ich glaube, das spielt momentan keine Rolle, kann das sein? Der fährt 90 und der fährt 120. Ich glaube, wir sind mit den 120 aber besser bedient. Da war einer zu viel. Verkaufen wir den wieder. So, der kommt auf die Linie Stahl. Da ist er. Und starten wir den. So, und er hier steht da jetzt und wartet, ne? Ich glaube, den lassen wir jetzt aber nicht mehr warten. Der kann jetzt das nächste Ziel erreichen hier. Und kann jetzt fahren und dann nicht mehr laden. Dann kann er nämlich leer ausgemustert werden. So, und der zweite steht jetzt hier. Habe ich was verpasst? Ja. Ist der hier noch? Ja, der ist hier noch. Wieso fährt er jetzt nicht da rein? Ausweissignal ist doch da, oder? Alles nur 5er Bahnhöfe. Super, oder? Das bedeutet, wir müssen da noch dran arbeiten. Und auch verlängert. So, jetzt frage ich mich, warum er da nicht weiterfährt. Achso, wir brauchen noch Hochspannung. Oberleitung. Ah. Jetzt fährt er. Gute Frage, warum, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt hier überall den Strom gemacht, aber sollte so sein, ne? Okay, das ist ein Stahlzug, der da jetzt fährt, weil er jetzt raus konnte, ne? Oh, das sah jetzt nicht so doll aus. Naja, aber ist so. So. Er fährt noch mit 90 Tonnen Stahl irgendwo durch die Gegend. Der andere kommt hier oben, glaube ich. Ja, das ist der nächste Stahlzug. Boah, 704 Tonnen. 105 Tonnen. Naja. So, der ist leer. Und kann dann ausgemustert werden. Und das ist unser neuer. Ah, das ist hier, sind so, ja, sowas wie Bremskeile, hätte ich jetzt gesagt. Da kommen die Rollen drauf, ne? Stahlbleche sind das dann wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal. Ist gerade ein Flieger vorbeigefahren.
geflogen, nicht gefahren. So, gucken wir uns den mal an. 360 von 513 Tonnen. Irgendwas passt hier nicht, oder? 360 Tonnen von 513, also irgendwo wieder was zu kurz. Kann das sein? Also ihn beobachten wir jetzt als erstes. Und der blockiert uns jetzt hier den Bahnsteig, ne? Kann das sein? Sieht ganz danach aus. Weil hier ist er nicht reingefahren, weil wir die Oberspannungsleitung, Oberleitung vergessen haben. Super, oder? Und hier fehlt das ja ganz, ne? Da müssen wir da auch noch weiter arbeiten. Der fährt jetzt ganz rein, ja. Und der hat jetzt gerade abgeliefert und fährt aber zum Glück wieder raus. Und ich bin jetzt gerade tendenziell dazu geneigt, das so zu machen, damit noch eine Bahn frei ist, weil da geht jetzt gerade nichts, ne? So. Das ist gut. Er war, glaube ich, mit zu wenig Material unterwegs, ne, oder? Der fährt hier aber durch, ne? Ja. Und der fährt wohin? Ich glaube, hier unten hin, ne? Wieder nur 5. Das ist nicht gut. Da können wir umbauen. Da geht's leider nicht. Weil hier das rumkommt. Das wird schwierig, aber er fährt jetzt da oben hin, ne? Fährt gar nicht da unten hin. Mach das mal weg, bevor wir irgendwelche Löcher in der Landschaft machen. Oh. Was hier passiert? Hier ist 6. Aber er steht noch da. Wieso ist denn er nicht ganz reingefahren? Da passt auch was nicht. Wir sind jetzt aber gerade bei ihm hier unterwegs, der 61 Tonnen hat. Hat die da nicht 100% Beladung? Stahlwerk? Kohlemine? Nee, hat's nicht. Der fährt jetzt allerdings direkt dahin. Ist überfüllt, okay. Den machen wir zu. Also wir haben ja Verfolgung, deswegen geht das nicht. Machen wir gerade schneller. Okay, da kommt die Dump-Lok. Die muss auch noch gemacht werden. Zack, da haben wir sie. Kohlezeche Südwest-Ost. Oder was das auch immer heißt. Der fährt jetzt hier durch. Der scheint mir so unwahrscheinlich lang, ne? Für den Bahnsteig wäre auch zu lang. Gucken wir, wo er da bleibt. Jetzt hat er jetzt 61 Tonnen Kohle. Da geht Kohle rein. Das sieht irgendwie falsch aus, oder? Das sind doch Wagen für Paletten, oder? Vertue ich mich da? Hier, da geht Kohle rein. Und der muss auch noch renoviert werden, wahrscheinlich, der Zug. Das ist auch noch ein Dieseltriebwagen oder sowas davor. So, der hat jetzt geladen, ne? Oder nicht geladen. Wo will denn der hin? Fährt wieder zum Stahlwerk. Nirgendwo steht was von Laden. Das heißt, er müsste eigentlich sofort fahren. Er fährt aber nicht sofort. Irgendwas ist faul. Weiß aber nur noch nicht was. Kommt er da nicht rum oder was? Er ist hier zu weit gefahren auch, ne? Was ist hier falsch?
Nussholz liegt hier. Und das ist unser Zug hier. Fahrplan ist passend. Fahr da mal lang. Fährt aber nicht. Warum fährt er nicht? Ich mach mal hier noch ein Gleis zwischen. Hat's jetzt nicht wirklich gebracht, ne? Staut sich hier so weit was zurück? Nein, bis zum Signal wäre frei. Kann's also auch nicht sein. Fahrplan. Da. Wo fährt er denn jetzt hin? Okay, der Dieseltriebwagen, der fährt jetzt da rein. Triebwagen, ich glaube, ist kein Triebwagen, ist ein Diesellok, ne? Ein Triebwagen ist, wenn Personen fahren und in dem Fahrzeug, wo der Lokführer sitzt, auch gleichzeitig schon Dingens ist. Hier, da ist ein Triebwagen, da haben wir einen. Jetzt verfolge ich den mal nochmal. Der hat auch schön gut geladen. Hab ich das irgendwie, sehe ich da was falsch oder? Nein, das sind andere Anhänger, oder? Aber okay, er lädt damit, aber irgendwas passt mit der Optik nicht. Das sind doch einfache geschlossene Wagen, oder? Und der fährt da auch nicht richtig rein. Das ist das nächste hier, bei dem hier. Komm, weißt du was? Schick den mal so weg. Hat ja anders keinen Sinn. Jetzt die Frage, wo er reinfährt. Okay, der fährt in das Gleis geradeaus. Passt der von der Länge rein? Ich glaube schon, ne? Sollte er eigentlich. Ist hier irgendwas nicht verbunden, dass die nicht so weit reinfahren? Kann natürlich auch sein, ne? Wahrscheinlich habe ich hier nicht so... So sieht's aus, ich hab's gehört. Kasse gemacht. Läuft. Und wenn schon, denn schon, dann machen wir das gerade auch noch so, aber da war nix. Okay, das funktioniert jetzt gerade. Er hat jetzt 61 Tonnen gekriegt. Und den verfolgen wir jetzt gerade erstmal. So. Schauen wir mal, ob es diesmal klappt. Können ja mal gerade ein bisschen schneller fahren, ne? So, er kommt an. Hat entladen und fährt diesmal weiter. Ja, jetzt passt's. Also den können wir, glaube ich, jetzt abhaken. Der läuft. Ist auf der Linie noch was drauf? Nein, es ist nur der neue. Gut. Kann auch zu. So, er hier. Wartet jetzt, dass die was produzieren. Aber da läuft gerade nichts. Materialien sind da, aber es wird nirgendwo Stahl abgefordert, deswegen läuft das nicht. Gut, dann können wir den jetzt gerade nicht kontrollieren. Jetzt haben wir hier noch irgendwo einen stehen. Also der ist auf ferne Reise zum Zementwerk. Das ist sehr, sehr weit weg. Das bedeutet, wir machen das mal, glaube ich, schneller. Ah, der fährt irgendwem hinterher und muss immer warten, bis der weg ist. So, da sind wir. Und Bomm, hier ist auch zu kurz. Dann lass uns schnell noch das... Vielleicht klappt das ja gerade noch. Ich glaube, das ist der. Und nehmen wir die Pause raus. Jetzt ist er lang genug. Aber der letzte Waggon war wahrscheinlich sowieso nichts drin. Er fährt nämlich mit 500, mit 0 wieder zurück. Das mach mal zu und mach mal schneller. So, wo sind wir? Auch auf der Länge sind wir.
Wo fährt er hin zum Kohlekraftwerk? Na ja, genau. So, und jetzt passt er auch hier rein, ne? Jupp. Jetzt hat er auch 513 geladen, weil jetzt alle Waggons drin sind, ne? So kann's laufen, ne? Ja, komm, dann lass uns die Fahrt noch nach da hinten begleiten. Ja, der Michael Friedrich, der hat auch geschrieben, wir sollen die Bahnhöfe länger machen, ne? Weil sich das sonst nicht rentiert. Ah, ich sehe schon, hier ist irgendwas faul. Ah. Hier steht so ein Mischzug. Wieso fährt der nicht weiter? Weil da auch noch einer steht. Da steht auch noch einer. Da steht einer. Da steht einer. Da steht einer. Ah, was ist hier los? Warum fährt er da nicht rein? Gut. Das bedeutet, wir bauen mal gerade was. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, das ist kurz, das geht nicht. Na komm, wenn wir schon dabei sind, machen wir es ordentlich. Zack. Oberleitung hin. Brauchen wir jetzt zwar noch nicht, aber im Bahnhof ist es dann schon fertig. Und, naja. Gut, das wäre dann hier, muss man es auch haben, ne? Ah, jetzt hat das ganz rumgebaut. Na, ist nicht schlimm. Das heißt, dieses hier müsste weg gleich und das müsste hier hin, das Signal muss dahin. Und jetzt muss da noch ein Bahndamm hin, Bahnsteig hin. Ah, den können wir sogar upgraden, okay. So, fertig. Hat funktioniert. 4, 5. Jetzt müssen wir mal gerade hier noch das Dingens ändern. Wo ist es halt? Da. Das passt schon. Das reißen wir jetzt weg. Und dann gibt es ein Quergleis schon hier. Und dieses hier reißen wir dann weg. Das muss weg, weil da wird einen verlängert. Dann haben wir da auch sechs, fast. Gut, dann hat sich der Stau hier auch aufgelöst oder löst sich hier auf. Warte mal, wir sind da unterwegs, da kommt ja noch einer rein. Ach, der muss warten. Ja, okay, Kohlezüge ohne Ende. Aber hier ist jetzt keiner mehr, die anderen konnten abbiegen und so weiter und stehen jetzt hier, oder wie sehe ich das? Ist da Gegenverkehr? Ich will es hoffen. Ah ne, der ist gerade erst durch. Ja, diese Strecke ist jetzt mehr befahren, ne? Das bedeutet. Ne, das war falsch. Da müssen wir hin. Das bedeutet, der muss da weg. Und. Das ist verkehrt. Das ist richtig. 160 geht hier weiter. So ist richtig. Das hat er gemacht. Das hat er auch gemacht. Da ist schon ein schickes Signal. Jetzt habe ich natürlich keinen Abstand. Mach mal einfach so, oder? Passt. Jetzt kann da einer auch noch weiter lang fahren. Okay, der fährt noch falsch.
Dafür müssen wir jetzt ihm sagen, dass er da nicht mehr lang darf. Und das machen wir ganz einfach so. Dann klappt das schon. Und machen wir hier vor der Kurve noch eins hin. Dann sollte das gehen, dass die da gleich nur noch lang fahren. Okay. Das ist dann auch besser. Ja, wie man so sieht, passt das jetzt gerade nicht hier so hin. Aber ist halt so. Müsste man danach machen. Aber ich sehe schon, die Folge ist relativ lang geworden. Wir lassen das erstmal so. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.